Wir wollen den Staatseinstieg. Das ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. 3000 Stahlarbeiterinnen und Stahlarbeiter sind nach Düsseldorf gekommen. In Zeiten von Corona ein organisatorischer Kraftakt. Aber alle wissen, was auf dem Spiel steht. Es geht um 27.000 Arbeitsplätze direkt, 150.000 Arbeitsplätze daran hängen. Wir werden heute dem Ministerpräsidenten klar und deutlich sagen, wie wir zu Stahl stehen. Stahl muss leben! Vielfach hat sich der Eindruck verfestigt, Stahl sei ein Produkt von gestern, mit dem man kein Geld mehr verdienen könne. Aber ist das wirklich so? In den letzten 10 Jahren habt ihr Milliarden verdient und in die Konzernzentrale nach Essen überwiesen. Ob Elektromobilität oder Windenergie, Stahl ist ein unverzichtbarer Wertstoff. Stahl ist wiederverwendbar und wird bereits heute unter hohen Umweltstandards produziert. Aber wie sieht Herr Laschet das? ThyssenKrupp gehört zur DNA von Nordrhein-Westfalen. Stahl ist systemrelevant und wir können nicht akzeptieren, dass wir in Deutschland keine Stahlproduktion mehr haben. Von der Wertschöpfungskette angefangen in Duisburg an den Stahlstandorten bis hin zur Verarbeitung in der Automobilindustrie. Das ist gute Arbeit und die wollen wir in Deutschland auch in Zukunft erhalten. Und was bedeutet das jetzt für die Staatshilfe? Der Staat darf sich nicht zurückziehen. Der Staat muss helfen. Und mein Bekenntnis ist, wir werden helfen und wir brauchen Stahl. Warum kann ein ausländischer Investor hier keine Lösung sein? Machen wir uns doch nichts vor. Wenn ThyssenKrupp Stahl in andere ausländische Hände käme, dann würden die genauso in Berlin und in Düsseldorf aufschlagen und würden zur Politik sagen, bezahlt uns den Umstieg in grünen Stahl. Dann würde am Schluss die Politik bezahlen und die Entscheidungen würden im Ausland fallen. Kolleginnen und Kollegen, das macht in so einem Prozess keinen Sinn. Wer über gute Arbeit in der Zukunft spricht, wer über Strukturwandel spricht, wer über Klimaschutz spricht, der muss dem Stahl in Nordrhein-Westfalen eine Zukunft bieten. Klimaschutz und Stahl, liebe Kolleginnen und Kollegen, gehören unzertrennlich zusammen. Ohne Stahl kein Green Deal. Wir wollen und wir können die Stahlindustrie in eine grüne Zukunft führen und einen Riesenbeitrag zum Klimaschutz bringen. Aber ich sage es auch sehr deutlich. Und das ist der Grund, warum heute hier über 10% der Stahlbelegschaft ist. Wir müssen auch erstmal dahin kommen, dass wir grünen Stahl machen können. Und man muss im Moment das Loch stopfen, wo das Geld wegfließt. Deshalb brauchen wir eine Staatsbeteiligung jetzt und nicht in 2 oder 3 oder 4 oder 5 Jahren. Wir brauchen jetzt die Unterstützung, damit diese Arbeitsplätze hier bleiben, damit Zukunft gestaltet werden kann und nicht erst später. Stahl ist!